Floll. Yay, mittwochs zu Tisch. Hallo Gartenbau-Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Floll Mittwochs zu Tisch, dem Format, bei dem ich mittwochs an meinem Küchentisch sitze und mit euch über Themen rede. Es ist das zweite Video der Reihe Jurassic Roots. Ich habe mir so ein riesiges Blatt Aloe Vera gekauft und werde das hier im Video filetieren. Da ist ein Schleimfruchtfilet drin, das probieren. Und damit auch ein bisschen kochen, beziehungsweise ich mache davon einen Smoothie. Und zwar haue ich in meinen Smoothie noch ein bisschen Gurke und damit es ein bisschen säuerlicher wird, ein bisschen Kiwi. Eine Gold Kiwi, die man auch mit Schale essen kann. Die Pflanze, von der das kommt, heißt botanisch Aloe Vera. Zu Deutsch ist es die echte Aloe. Es ist eine sukkulente, eine fleischig verdickte Pflanze, wahrscheinlich von der arabischen Halbinsel, ursprünglich stammt Irak, Iran so die Gegend. Sie bildet keinen Stamm, das ist ein Scheinstamm, wo dann Rosetten, es bildet halt eine Rosette und von dieser Rosette ausgehend gehen diese spitz zulaufenden, fleischig verdickten Blätter weg, die bis zu 50 cm lang werden, meinen sie sogar ein bisschen länger. Und die dienen halt vor allem der Speicherung, da ist halt Sachen drin, dieses Gel, die halt das halt vor allem Wasser speichern kann. Aloe werden vor allem für kosmetische Zwecke eingesetzt, für Hautverletzungen, Mückenstiche, Verbrennungen, Sonnenbrand, als äußerliche Anwendungen des Gels. Die kühlende Wirkung ist halt lindernd und auch ein bisschen Juckreiz unterbindend. Jedoch kann gerade in der Schale von der Aloe Vera Aloin enthalten sein. Das ist ein Stoff, der abführend wirkt und deswegen empfiehlt sich bei auch einem Smoothie nur so 50 Gramm zu verwenden, sonst kann es halt richtig gut gehen. Und ja, das sind die Informationen und ich versuche jetzt hier dieses Gelfilet rauszufiletieren. So, mache ich mit der zweiten Kamera. Ich schneide das erstmal hier mit meinem Sashimi-Messer und man sieht schon hier, dass da halt so ein gelartiges Zeugs drin ist. Keine Ahnung, ich schneide nochmal hier so ab. Ist natürlich feinste Bio-Qualität und dann weiß ich nicht, ich versuche hier so außen lang zu schneiden. Ist nicht so ganz optimal, ich versuche das halt einfach zu schälen im Prinzip. Man sieht schon, wie schleimig das ist. Und die andere Seite auch. Und ich schneide mir mal ein kleines Stück ab und probiere das dann in der anderen Kamera. So, ich habe mir jetzt das Schleimfilet rausfiletiert und probiere das jetzt. Geruchlich riecht es halt nach gar nichts. Es ist ganz schleimig, wie man hier so sehen kann. Schleimig, leicht bitter, ganz, ganz leicht bitter und absolut geschmacksneutral. Hat einen Biss, einen ganz weichen Biss, fast so ja, Gelee-artig, irgendwo vergleichbar mit einer halbreifen Birne. Vom Biss her
ist echt nichts Überragendes. Ich wiege jetzt hier meine 50 Gramm ab und dann geht's rüber zum Smoothie. So, dann kommt der Smoothie. Falls ihr euch erinnert, bei meinem Marzipan-Video ist ja mein Mixer kaputt gegangen. Zu Weihnachten habe ich aber einen neuen bekommen. Shoutout daher an meinen Bruder. Vielen Dank für dieses Weihnachtsgeschenk. Dann kommt hier noch die Gurkenei, die ich so klein geschnitten habe, ein bisschen. Und hier die Kiwi. Dann Deckel drauf. Ich benutze den Mixer auch zum ersten Mal jetzt gerade. Jo. So, mein Smoothie ist fertig. Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, dass sich das Gel der Aloe Vera auch hervorragend einfrieren lässt. Und was ich auch vergessen habe, ist, warum man das auch zu sich nimmt, ist halt eben auch eine gewisse Heilwirkung gegen Verdauungsbeschwerden, Verstopfungen, eben wahrscheinlich zurückzuführen auf Aloin, dem Stoff, der abführend wirkt. Und ich habe jetzt meinen Smoothie. Riecht schon mal sehr stark nach Gurke. Schöne Konsistenz geworden. Schmeckt vor allem nach Gurke und nach Kiwi. Aber so ein Gurken-Kiwi-Smoothie ist generell lecker, finde ich. Okay, und das war das zweite Video zu Jurassic Fruits. Es kommen ja ganz viele andere Videos. Schaut immer mittwochs, 18 Uhr, da kommen jetzt diese Videos. Würde mich freuen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Abonnieren ist übrigens kostenlos. Jo, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Haut's rein, wir sehen uns. Tschaußen.